Hey, verdammt! Wo bin ich? Sieht so aus, als könnte man davon also doch sterben. Naja, ich hoffe, die haben hier oben Kabel. Wirf einen Blick in deine Brusttasche! Ja, genau. Nein. Nicht dieses Ding. Ich bin nicht stoned genug, um diesen Film zu reviewen. Wenn du die linke Brezel isst, wirst du alles vergessen. Wenn du... Hey, Mensch! Das darf doch nicht... Oh. Hättest du mich nicht ausreden lassen können? Oh, verdammt noch mal. Okay, und wie ihr sicherlich jetzt erraten habt, es geht hier heute bei SBC um die Matrix-Trilogie. Oder hoffentlich bald Quadrologie, falls sie endlich einen neuen Teil mal rausbringen. Ich meine, wie lange wollt ihr warten, hä? Egal. Naja, für all diejenigen von euch, die nicht wissen, wieso ich hier in diesem weißen Raum stehe und eigentlich nichts darüber wissen, die Matrix nicht kennen, ich erkläre euch kurz mal, um was es in Matrix geht. Nun, der Film Matrix basiert auf der Theorie, dass all das, was wir hier sehen, die Brezel, die ich gerade gegessen habe, oder die Wände, die ich hier nicht habe, naja, dass die Welt, in der wir uns bewegen, alles eigentlich digital ist, eine Simulation. So wie das Holodeck bei Star Trek, falls ihr das überhaupt kennt, denn wenn ihr nicht wisst, was dein Holodeck ist, dann wird das schwierig, euch das zu erklären. Naja, stellen wir uns mal vor, die Roboter hätten die Erde übernommen. Ja, fast wie in Terminator. Allerdings haben dann die Roboter beschlossen, aus irgendeinem Grund die Menschheit nicht umzubringen. Nein, sie benutzen sie. Sie benutzen sie als menschliche Batterien. Sie haben sie in so einer ekligen Schleimlösung liegen und füttern sie mit den Überresten von anderen Menschen. Und damit die Menschen dabei nicht wahnsinnig werden und einfach sterben, speist man ihre Gehirne ein, dass sie noch leben. In einer ganz normalen Welt. In den 90ern. Ja, in den guten alten 90ern. Als Handys noch Handys waren, Smartphones noch in Schuhe gepasst haben und das Internet noch das Maß aller Dinge war. Ja, die guten alten 90er. Und Matrix ist auch definitiv ein Film der 90er. Der Film passt einfach, ja, er passt in das Lebensgefühl der 90er. Ja, die 90er. Das neue Jahrtausend stand vor der Türe, eine Schwelle ins Unbekannte. Das hat viele Menschen Angst gemacht. Paranoia streute wie ein Geschwür. Und so passt Matrix als Film eben sehr gut dort hinein. Also um weiter der Story zu folgen, es geht um einen ganz normalen Typen. Einen ganz normalen Kerl, der plötzlich feststellt, dass mit seiner Umwelt irgendwas nicht stimmt. Dass er Dinge beeinflussen kann, die er anfasst. Dass er Dinge bewegen kann, beispielsweise ohne sie anzufassen. Und solche Phänomene gibt es auch in unserer Welt. Ja, und dieser Typ merkt, wow, da ist was komplett falsch. Und was macht er dann? Naja, er forscht nach. Und plötzlich merkt er, es ist mehr dahinter. Er merkt, alles scheint irgendwie anders zu sein, als er geglaubt hat. Und dann treten ein paar Typen mit ihm in Kontakt. Ja, ein paar Typen, die ihn sofort killen wollen. Das sind diese Kerle mit diesen schwarzen Sonnenbrillen. Ja, die Men in Black. Von denen haben wir auch schon in der Realität ein wenig gehört. Falls wir das hier überhaupt die Realität nennen wollen. Ich meine, es sieht hier nicht unbedingt real aus, oder? Naja, wie auch immer. Diese Typen wollen ihn killen. Allerdings tauchen in diesem Moment auch ein paar andere Typen auf. Rebellen. Rebellen, ja, es gibt Rebellen. Und zwar Rebellen, die gegen die Matrix rebellieren. Und die Matrix ist natürlich das System, in dem die Leute ja, im Dämmerschlaf gehalten werden. Ja, es entbrennt ein Kampf und er schließt sich schnell der Rebellion an. Und nicht nur das, sie stellen bald fest, dass er derjenige sein könnte. Der Auserwählte, derjenige, der all das beendet. Und ja, ich kann euch jetzt nicht mehr verraten, als ich euch verraten habe, weil ich will euch ja nicht den Spaß daran verderben, euch diesen Film anzusehen. Denn ich mag diese Menschen nicht, die einem das Ende von einem Film verraten, bevor man ihn gesehen hat. Das ist... Aber ich warne euch, wenn ihr diesen Film einmal gesehen habt, wenn ihr dieses Tor durchschritten habt, dann wird euch nichts mehr real erscheinen. Ihr werdet alles hinterfragen. Ja, ihr werdet euch nicht mehr daran erinnern, ob das hier wirklich die Realität ist oder nicht. Ob ihr real seid
Ob ihr einfach nur in einem Programm existiert? Ob ihr als Mensch überhaupt existiert? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Also. Alles in allem kann ich euch noch viel Spaß bei diesem Film wünschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ah, billig Cola. Kauft schnell, bevor sie alle sind. Der Film Matrix machte aber nicht nur wegen seiner befremdlich wirkenden Story von sich hören, sondern auch wegen seiner perfekten Stunts und wegen einer Sache, die man heute als Matrix-Shot bezeichnet. Bei diesem der Protagonist sich in einer 360-Grad-Bewegung, wie man hier sieht, vor der Kamera in einer Art Zeitlupe bewegt. Diese Art Shot wurde mit den damals aufwendigsten Computereffekten, Greenscreen-Technik und so weiter erzeugt und ist bis heute legendär, wenn nicht das Synonym für die Matrix-Trilogie. Nun, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder bei SBC. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Video mit euren Freunden und lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns in der Matrix. Hey, lasst ihr mich irgendwann aus diesem weißen Ding wieder raus? Hallo? Hallo? Ziemlich minimalistisch stehen eigentlich die Richtung hier. Wer war euer Innenarchitekt, hä? Gandhi? Ja, Fernsehen gibt's. Sitzen kann man auch, aber. Ja. Kampieren möchte ich hier ehrlich gesagt nicht. Hallo? Leute? Leute? Das ist jetzt kein Scherz mehr, lass mich hier wieder raus.